Yo Leute, was geht? Euer Dandry in the house, back in the game, in the fucking YouTube game, bitches. Und ich begrüße euch recht herzlich in meinem neuen Video. Es wird so eine Art Unterhaltungs-Comedy-Video sein. Nimm das Ganze nicht zu ernst, jedoch werde ich im Anschluss noch meine eigene Meinung sagen und ja, eine gewisse Ernsthaftigkeit noch reinbringen. Ich war in den letzten Tagen ein bisschen unterwegs gewesen auf YouTube und habe in einen Lifestyle ein bisschen mehr reingezogen, um meinen Lifestyle to the next level zu bringen. Und mir ist dann irgendwann eingefallen, hey, die Swisher Boys sind doch in den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs und hasseln einen epic motherfucking Vlog nach dem nächsten raus. Und ihr wisst ja, Las Vegas, Los Angeles, San Diego, was kostet die Welt? Man tingelt hin und her, Party hier, Party da, Party Hardcore Life. Und auf jeden Fall habe ich dann bei Mischa ein Video entdeckt, beziehungsweise es war ein Vlog von vorgestern, glaube ich, wo er ja mit Patrick so ein bisschen am Erzählen ist, beziehungsweise er sehr besorgt zu Beginn an schon ist, weil Patrick ein bisschen krank geworden ist. Und er sagt auch schon im Video, ja Bro, du hast auch ein bisschen in den letzten Tagen ein bisschen viel Scheiße gegessen und wir haben auch wenig geschlafen, wir waren sehr viel unterwegs und ich habe gedacht, jetzt kommt doch irgendwas Einleuchtendes, irgendwas Sinnvolleres, irgendwas, ja, wirklich, ja, wie soll ich sagen, irgendwas, ja, was Sinn ergeben könnte. Und das gab es auch dann, ja. Es gab diesen sinnvollen, epischen Satz, Dr. Professor Mischa Profuels hat eine Diagnose bei Patrick Reiser festgestellt. Und zwar lautet sie, yo Bro, du hast auch deine Subs in letzter Zeit nicht genommen. Und in diesem Moment dachte ich mir, einleuchtend. Das Ganze ist einleuchtend. Es muss so gewesen sein. Es muss daher kommen, dass Patrick seine Subs nicht genommen hat, beziehungsweise einfach nur vernachlässigt hat. Und ich habe im Anschluss dann nach diesem Vlog immer über diesen Satz immer nachgedacht und ihr kennt das doch, ja? Ihr kennt das doch. Wenn ihr euch krank fühlt oder so ein bisschen fiebrig, Gliederschmerzen und so weiter und so fort, diese typischen Symptome halt, ja? Da geht ihr zum Arzt, erzählt ihm das. Er gibt euch dann Hustensaft oder Nasenspray, eventuell Antibiotika, wenn du eine Grippe hast und so weiter und so fort. Dann gehst du nach Hause, ein paar Tage später bist du wieder gut und yes is yes. In der neuartigen YouTube Fitness Lifestyle Generation Shredded to the Motherfucking Bone Welt sieht das Ganze anders aus. Das Ganze könnte folgendermaßen aussehen. Walter Franz ist ein Lifestyler der neuen Generation. Und Walter Franz sucht den Arzt Dr. Profuels auf und erklärt ihnen oder schildert ihm seine Symptome. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Nachdem er ihm seine Symptome geschildert hat, spricht dann Herr Dr. Profuels zu ihm. Ja, guten Tag, Herr Walter Franz. Ich muss direkt mal Ihnen sagen, Sie haben mir Symptome geschildert und ich muss Ihnen eindeutig sagen, dass ich nicht verstehen kann, warum Sie keine Supplemente nehmen. Ich kann einfach nicht verstehen, aber das ist kein Problem. Ich habe da ein gutes Allround-Paket, wo ich Ihnen zeigen kann, wie Sie innerhalb kürzester Zeit wieder gesund werden. Ich werde Ihnen zunächst einmal das Plantein verschreiben. Dieses Plantein ist ein Protein, ein Erbsenprotein, ist nicht so eklig wie diese Whey-Protein, wenn Sie vielleicht kennen oder verstehen, was ich meine. Diese Plantein ist ein gutes Protein, gut für Ihre Muskelsubstanz, gut für den Muskelerhalt und auch für eine gewisse Vitalität des Körpers. Außerdem werde ich Ihnen auch sehr wichtig das Fundament Ihnen ans Herz legen. Das Fundament ist ein sehr wichtiges Supplement für Ihren Körper. Fundament müssen Sie sich so vorstellen, Herr Walter Franz. Fundament ist wie der Unterbau für Ihren Körper. Ihr Körper braucht Stärke. Stärke kommt von diesem Fundament. Des Weiteren können Sie mit diesem Fundament, Supplement,
eine gewisse neue Technik erlernen. Diese Technik ist eine neuartige, von einem Schweizer entwickelte Technik. Sie beziehen ihre Energie. Wenn Sie zum Beispiel Bankdrücken machen wollen, beziehen Sie Ihre Energie aus diesem Boden in Ihre Füße, durch Ihre Körper, in Ihre Fingerspitze und Sie können mehr drücken. Des Weiteren, wenn Ihnen das nicht reichen sollte, können Sie eine zusätzliche Option hinzuziehen bei diesem Supplement. Sie können Ihre Energie aus dem Universum beziehen. Außerdem werde ich Ihnen noch eine weitere Supplement ans Herz legen. Das Supplement heißt Zellstoff. Zellstoff ist eine gute, ich sag mal, für Ihre Vitalität, für Ihre innere Körper, für einfach alles, das, was Sie so im Alltag machen, gut. Sie werden durch diese Supplement eine zusätzliche, schnellere Genesung herbeibekommen. Außerdem werde ich Ihnen auch die Supplement Schmierstoff auch ans Herz legen. Schmierstoff, ich kann Ihnen kurz erklären, ist wie eine Supplement, wie man kann sich vorstellen, Auto und Auto hat den Motor, Motor braucht Öl, Öl ist gut für den Motor. Auto keine Motor, Auto Motor, aber kein Öl, dann nichts gut, dann Kolbefresser. Deswegen, ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, ist ganz wichtiges Supplement für Ihre weitere zusätzliche Genesung, ist Schmierstoff sehr wichtig für Ihre Schmieren der Gelenke, Schmieren der Knie, Schmieren der Ellbogen, um Vitalität, Leistungsfähigkeit mehr zu besitzen. Außerdem werde ich Ihnen auch Grünzeug verschreiben. Das Grünzeug-Supplement ist für Ihre innere Wohlbefinden. Es ist eine gute Mikronährstoff, wie wir heute hier auch in der neuen Zeit sagen. Ein wichtiger Mikronährstoffanteil hat dieses Supplement enthalten. Ich würde Ihnen das wirklich sehr, sehr nahelegen, dieses Supplement wirklich tagtäglich öfter zu nehmen, mehrmals am Tag, jeden Tag und nicht vergessen, jeden Tag auch Ihre anderen Supplemente zu konsumieren. Ich kann Ihnen durch dieses Paket versichern, dass Sie innerhalb von 2 bis 3 Tagen wieder Ihre Vitalität, Ihre Leistungsfähigkeit und Ihre, ich sage mal, Lifestyle und Mindset to the Business herbekommen werden. Ich bedanke mich, dass Sie Ihr Vertrauen in mich setzen. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, würde ich Sie jetzt verlassen, denn es warten auch wichtige andere Patienten, / Kunden von mir und ich habe keine Zeit, denn Zeit, wie wir wissen, ist heutzutage Geld. Ja, Leute, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das ankommt, so ein bisschen funny money, makes a bunny, honey. Auf jeden Fall so ein bisschen das Ganze ins Lächerliche gezogen, ihr wisst, was ich damit sagen will. Punkt Nummer 1, nein, ich finde nicht Profuel, dass die Supplemente schlecht sind. Punkt Nummer 2, ich habe auch noch nie gesagt, dass Profuel schlechte Supplemente rausbringt, denn ich habe schon mal erwähnt in alten Videos, wenn man hier in Deutschland Sachen rausbringt, beziehungsweise wenn man Sachen hat, die konsumiert werden, Lebensmittel, ja, in der Lebensmittelindustrie, dann sind besondere strenge Richtlinien, an die man sich halten muss, und da ist es hier in Deutschland, denke ich, nicht so einfach, irgendeinen Scheiß da rein zu machen. Des Weiteren, was ich damit sagen möchte, ist, nehmt euch das nicht immer zu sehr zu Herzen. Es ist nicht lebensnotwendig, Supplements zu konsumieren. Natürlich haben Supplemente eine gewisse Daseinsberechtigung. Natürlich besitze ich habe und nehme auch selber Supplemente. Und natürlich kann man ab und zu hier und da mal was ergänzen. Aber ihr wisst, das Ganze habe ich auch extra so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, weil solche Sätze, die dann rausgehauen werden,
ich weiß nicht, mittlerweile denke ich schon selber, dass die Jungs, wenn die das erzählen, auch wirklich das, was sie sagen, auch selber glauben, obwohl sie früher eine ganz andere Philosophie gehabt haben und auch früher eigentlich ein gutes Leben geführt haben, ja, also sie waren trotzdem leistungsstark, sie haben trotzdem vieles erreicht und deswegen kann man nicht das Ganze auf die Supplemente zurückführen, dass man durch diese, ja, einer Krankheit vorbeugt, beziehungsweise einer Krankheit sogar umgehen kann. Ich sage nichts gegen Supplemente, Supplemente haben ihre Daseinsberechtigung, Supplemente können unterstützen, Supplemente können sogar ihre Leistung oder dem Körper eine gewisse Leistung nochmal bieten, um leistungsfähiger vielleicht zu sein, um vielleicht eine Ticken Regeneration zu beschleunigen, aber nicht um irgendwelche Krankheiten vorzubeugen, um irgendwie fitter zu bleiben, weil man sie sonst, wenn man sie sonst nicht nimmt, dass man halt nicht mehr fit ist, ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So ein bisschen, ich weiß nicht, wie das angeht. Ja, ein bisschen Bauchschmerz bei diesem Video. Macht es gut, schönen Abend euch noch. Punkt, Pflicht, Lifestyle, Pause. Und ich bin offline.